Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere von den APK Game Bros. Mit dem Alex wieder am Start. Und wir spielen, wie ihr seht, gegen Nürnberg mit Mainz mal wieder. Und das sogar zu Hause. Ist doch eine sehr schöne Sache. Was man sagen muss, ist der 32. Spieltag. Das heißt, wir stehen drei Spiele vor Ende der Saison. Und natürlich kommt es jetzt drauf an, wir sind Zweiter, haben mit 3 Punkte Abstand nach hinten Dortmund und haben mit 6 Punkte Vorsprung Bayern. Bayern einzuholen wird ziemlich unwahrscheinlich oder unmöglich, wir sollten es doch schaffen, dass Dortmund hinter uns bleibt. Indem wir jetzt hier heute einen Sieg gegen Nürnberg wieder machen. Wir haben ja schon in der letzten Folge gegen Dortmund gewonnen und haben uns damit überhaupt diesen Abstand erst verschafft. So. Und da haben wir auch schon den Ball wieder mal. Sehr gut. Ah ja, genau. Da meint Nürnberg hier, sie haben die dicken Hoden. Die haben gar keine Hoden. Das ist natürlich Nürnberg. Die sind hodenlos. So, Ball fliegt. Und Ball wird abgefangen. Und hier ziehen wir erstmal einem geschickt die Beine weg. Was denn, Schiri? Ja? Was denn los mit dem, ey? Boah, gelb wegen so einer Nichtigkeit, ey. Das kann doch nicht wahr sein hier. Der Schiri hat schon wieder einen mega schief hängenden Furz anscheinend. Weil das war doch wieder mal gar nix. Nee, du, Dieter, das geht ja überhaupt nicht, du. Was der Schiri da macht, du. Nein! Ich will nicht kassieren. Ja, boah, Alter. Alter, Leute. Da schieße ich einfach mal volle Kanne den einen Spieler da, mit dem Torwart den einen Stürmer hier an und der ist zu dumm, um das freie Tor zu treffen. Oh mein Gott, ey. Haben wir Glück, dass die Gegner Nürnberg heiß und inkompetent sind, ansonsten hätten wir solche Probleme. Ist der behindert? Warum läuft er uns als unser Mitspieler in unseren Ball rein? Das ist schon wieder derbe uncool. Oh Mann, ich habe direkt gedrückt, aber nein. Ich reagiere mit 10 Minuten Zeitverzug. Ja komm, lauf doch. Oh nein. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir so leicht und behindert nur an den Ball kommen. Mann ey, das war so scheiße knapp, ey, die ganze Kacke. Ein Millimeter. Ja, komm, ey, Torwart. Geh mir doch auf den Sack, mach hin. Oh, scheiße, Demiré. Ich kling fast wie... Ach, komm. Kopfball. Sehr schön. Ui. Und erstmal eine Drehung. Und noch eine Drehung. Boah. Läuft bei uns. Oh, wir haben ja auch Samstag heute, ne? Wo die Folge für euch rauskommt. Ich nehme die gerade noch am Donnerstag auf, aber für euch haben wir Samstag. Oh yeah. Samstag ist natürlich immer was Freshes. Auch wenn wahrscheinlich der Großteil von euch jetzt Ferien hat. Ich habe es bald schon nicht mehr. Also ich hatte jetzt schon 2 Monate frei, weil ich, wie gesagt, ja eben mein Fachabi gemacht habe. Habe ich jetzt schon 2 Monate frei, aber ich habe es nur noch bis... ich habe es jetzt nicht mehr lange. Oh yeah. Weil ich jetzt meine Ausbildung starte am 1.8. schon. Und ja, das mich ein bisschen Zeit kostet. Natürlich. Ja, genau. Ist klar, ne? Boah, können wir mal da hinrennen? Sehr schön. Alter, renn doch hin! Und schön verarscht den einen Abwehrspieler. Richtig schön verarscht. Warum der hier nicht rennt, weiß ich auch nicht, aber das kann mir vielleicht seine Mutti sagen, wenn ich ihn dazu interviewe. Oh, meine Nase tut gerade voll weh. Mann, ich bin heute irgendwie... Keine Ahnung. Sorry, wenn ich heute nicht gerade so geil drauf bin, weil, keine Ahnung, irgendwie. Das war jetzt, Alter, tierisch unnötig.
Irgendwie habe ich gerade voll die Rückenschmerzen, warum auch immer. Wahrscheinlich einfach nur scheiße aus meinem Bett aufgestanden oder irgendwie scheiße schief im Bett gelegen und geschlafen irgendwie. Keine Ahnung, seitdem ich wieder aufgestanden bin, habe ich so Rückenschmerzen und so. Ah, irgendwie leicht verdrehte Wirbelsäule oder was auch immer. Oh, ich hoffe mal, das legt sich die nächsten Tage wieder oder so, weil, oh, das ist echt nervig. So. Da habe ich halt manchmal, wenn ich mich hier zu stark hin und her bewege auf meinem Stuhl hier gerade beim Zocken, habe ich dann halt, zieht derbe. Das ist überhaupt nicht cool, aber was soll man machen? Wenn man dann schon irgendwie aufwacht und dann halt irgendwie ein Krüppel ist oder ein Halbkrüppel, warum auch immer, lässt sich leider jetzt nicht ändern. Oh nee, ist doch nicht den Ernst, oder? Wie schießt denn der aufs Tor, Mann? Will der mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein hier, das wäre so scheiße drauf. Vor allem jetzt haben wir einen Kack-Tor kassiert gegen Kack, ne? Weißt du, gegen Dortmund kriegen wir es hin, 3-1 zu siegen. Jetzt kommt wieder so ein scheiß Nürnberg an und will mir auf den Sack gehen und ans Bein pissen. Weißt du, das ist Nürnberg, die sind einfach nicht existent in meiner Welt. Mann, der kann doch nicht wahr sein hier. Mein Penis ist so mega kurz, ey. Komm jetzt. Bam, Junge, einfach drauf gerotzt und jetzt gehört uns der Ball und das Tor und alles gehört uns. So, Mann, der kann doch nicht wahr sein. So, sehr schön. Jetzt könnte ich mir ganz kurz, mache ich hinsetzen. Sorry, wenn ich gerade wie so ein alter Opa klinge, aber irgendwie komme ich mir heute auch so vor wie so ein alter Opa. Ah, übrigens haben wir natürlich noch Donnerstag, an dem ich das gerade aufnehme. Alter, nein. Ah, naja. Gut. So, jetzt sitze ich und wenn ich sitze, geht's eigentlich. So. Ja, genau, ist klar. Weißt du, wie die sich schon wieder verarschen lassen, wie so ein paar Nudelgestelle. Ihr habt noch nichts erreicht. Ihr habt gerade mal einen Ausgleich gemacht für eure Scheiße, die ihr da hingekriegt habt. Ihr müsst immer noch einen Führungstreffer machen. Vorher dürft ihr gar nichts, meine Spieler. Nicht mal mehr atmen oder was trinken. Was hat denn der Schiri jetzt schon wieder? Was ist denn dem sein Problem jetzt? Oh, das war ein Foul. Ja, eher ein Foul an meinem Spieler. Alter, das war gerade nicht so cool. Ich grätschte einfach mit irgendeinem Spieler von mir. Und der Spieler ist im Endeffekt, hatte der schon eine Verwarnung. Also hatte schon eine gelbe Karte. Ah, komm. Kann nicht wahr sein, oder? Hallo, Alter, ist das hier Sumo-Ring? Wie der eine den von hinten bestiegen hat. Was soll das? Ja, gut. Das war jetzt hier Ansatz von dem Dribbling-Versuch, der für den Arsch war. Ist doch jetzt gut, Mann. Der gibt doch nicht mal eine Karte. Der hat doch eh schon gelb. Ich glaube, mit dem Typen kassiere ich heute noch rot, wenn ich so weiterspiele. Aber die regen mich hier auch auf, weil die nicht richtig laufen. Ja, der war auf keinen Fall gewollt, dass er den runterspielt. Boah, kann nicht wahr sein, oder Leute? Haben wir schon so eine Riesenchance und sie wird vergeigt. Ah, wieder knapp, dass er ihn gehalten hat, der kleine Lutschikowski im Tor. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt von Nürnberg, der Torwart. Guck, so unbedeutend ist Nürnberg, dass ich nicht mehr weiß, wie der Torwart heißt. Das ist nur ein Beweis dafür, wie unnötig dieser Verein ist. Oder wie unbedeutend. Ach komm, ey. Da wollte ich schon einen schön verarschen. Und mich schön an ihm vorbeischmuggeln. Hat aber leider nicht funktioniert. Und jetzt ey, ohne Scheiß, die mucken mir hier viel zu sehr auf, diese Kack-Nürnberger. Können wir mal sagen, warum da draußen diese... Ohne Scheiß, ich verstehe es echt nicht. Fan ist echt Katastrophe. Hier. Weißt du, wenn dann schreien draußen die ganze Zeit nur so diese scheiß Drecksbalkenkinder sind dann nämlich um die Uhrzeit, wie jetzt um 12.49 Uhr, nicht noch in der Schule, sondern schreien draußen wie Behinderte rum,
weil die schreien auch irgendwie heute, keine Ahnung, das ist auch so ein Riesenthema. Früher haben wir normal gespielt, haben wir ein bisschen rumgeschrien, heute schreien die teilweise nur noch rum. Heute geht's gar nicht mehr, dass die spielen können ohne Schreien. War bei uns früher nicht so. Keine Ahnung, Kinder, alles nur Missgeboten heutzutage, die Kinder, die geboren werden oder ja, oder als irgendwie dazu erzogen werden. Oder von den umliegenden Kindern dazu gebracht werden, behindert zu sein. Und das kommt mir das nicht mehr vor, dieses teilweise behinderte Rumgeschreie, dies, das. So Behinderte haben wir damals nicht rumgeschrien. Ja, finde ich sehr nett, dass du uns mit dem Ball ins Ausläufst. Das fand ich sehr zuvorkommend. Kannst du gerne noch öfter machen. Ja, Ballannahme ist schon wieder so ein großes Problem hier, aber scheiß drauf. Boah, Alter. Leute, was für ein Spielzug. Rausgespielt, der ist ganz knapp fast sogar nicht angekommen. Dann flanke ich in die Mitte und rotzo drauf und der Torwart hält es leider. Dann macht der Torwart mir leider diesen richtig geilen Angriff für den Arsch. Und der war grad, die Ecke war jetzt einfach nur scheiße, muss man sagen, von mir. Die war einfach nur scheiße. Die war viel zu mittig. Viel zu mittig. Ah, da wollte ich den direkt wegficken. Und, oh, jetzt fange ich an zu tricksen. Mann, ey, es kann nicht wahr sein. Weißt du, da steht wieder einer meiner Spieler im Weg. Was soll der Scheiß? Mann, ey, wenn meine eigenen... immer diese NPC-Mitspieler sind alle so inkompetent. Stehen da mitten im Weg rum, anstatt dass sie einfach mal aus der Schussbahn oder aus der Bahn rauslaufen. Nein, das wäre ja zu viel erwartet. Boah, und es wäre auch mal zu viel erwartet, einen Zweikampf zu gewinnen. Kommt mir langsam so vor. Ja, ist kein Foul, ne? Ach doch. Sehr schön, Schiri. Du bist mal ein Foul. Das ist aber schon... Hä? Okay. Läuft bei denen. Einen dritten Schützen. Ja, gut. Brauchst jetzt nicht unbedingt. Ah. Flog schon in die richtige Ecke. Und wäre auch rein, aber der Torwart ist leider doch dahin gesprungen. Der war dann doch ein bisschen too easy. Und hatte zu wenig Schwung dafür, dass der Torwart ihn, nicht unter Kontrolle bringen könnte. So, wie sieht's aus? Ein Seitenwechsel ist eine Option. Dann nehme ich diese Option auch mal wahr. Ja, genau. Ah, sehr schön, Schiri. Du lernst dazu. Das finde ich gut, dass ein Schiri dazulernt. Muss man ernsthaft sagen. Aber mit so einer Leistung komme ich auf keinen Fall an Bayern ran. Selbst wenn Bayern mal verlieren oder einen Unentschieden machen sollte. Wenn ich hier so behindert nur ein Unentschieden hinkriege aktuell. Oh, schade. Was denn? Oh, Mann, nein. Wäre das kein Abseits gewesen in der Situation, Leute. Ich habe reingeflankt, der war frei in der Mitte sogar. Ja, erstmal Breakdance machen, der total funktioniert. Wie meine Spieler sich schon wieder hier über den Haufen rennen. Das ist so phänomenal. Das ist wirklich phänomenal geil, wie die das immer hinkriegen, meine Spieler. Das finde ich echt super. Ach, geil. Das war auf jeden Fall so gewollt, Leute. Natürlich. Wie glaubt man auch nicht, dass dies so gewollt sein sollte? Ja, da bist du leider im Abseits, ne? Scheiß Nürnberger, kleiner Wichser. So. Ich spiele mir hier raus auf außen. Kurz köpfen. Jetzt ein Seitenwechsel. So, jetzt spielen wir nochmal hierhin zurück. Dahin. Ja, ich mache hier gerade, ich lege mir die Gegner gerade ein bisschen, gerade so ein bisschen, versuche ich mir den zurechtzulegen. Mann, ey, dieser Gammeltorwart, ey. Geht mir voll auf den Sack. Demirel oder wieder. Demirel, ey. So ein Spasti. Noch nie gehört ihm seinen Namen.
Ja, komm jetzt. Hallo, können wir meine Spieler reagieren? Oh, nein. Dann schieße ich mit dem und der geht so knapp am Tor vorbei. Alter, das kann doch nicht sein, Mann. Wie viel Pech kann man denn haben? Beziehungsweise wie viel Unvermögen? Ah, nee, ey. Warum schießt mein Typ da auch mitten zentriert auf den Torwart, obwohl ich drücke, dass er, obwohl ich gedrückt habe, dass er bitte in das eine Eck, wo frei ist, reinschießen soll? Der hat das ganze rechte Torwart-Eck hatte der frei. Ich drück, dass er was machen soll, aber er macht's nicht. Und Bungert ist im Arsch. Geil. Das war Ironie übrigens mit dem Geil. Weil das unser bester Abwehrspieler ist, weil ich den persönlich sehr, sehr mag. Weil er mir bei einem persönlich sehr, 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 sehr angenehmen Club früher mal gespielt hat, bevor er bei Mainz war. Und seitdem und auf jeden Fall nie bei einem Scheißclub im Rhein-Main-Gebiet gespielt hat, sondern nur bei coolen Clubs im Rhein-Main-Gebiet gespielt hat. Boah, Alter. Kannst du mal hier hingelaufen? Jo, wahrscheinlich, Junge. Kannst du dir mal einen scheiß Ball holen? Als ob ich die jetzt hier anfangen lasse zu rennen oder zu stürmen. Alter, wie mir meine eigenen Mitspieler schon wieder im Weg rumrennen. Mann, was soll die Scheiße? Alter, so inkompetent. Sag mal, weißt du, sowas geht echt auf den Sack. Das CPU heutzutage so anfangen. Weißt du, früher hättest du so rumgeschwule Getrickse nie von der CPU gehabt. Nie. Da haben die immer nur solides Fußballspiel gemacht. Heute fangen die an, einen damit provozieren zu müssen mit ihrem Scheißdreck. Weil das ist für mich provozieren, was die hier spielen. Mit dem Getrickse. Ich hab doch darüber gedrückt, Mann. Ganz ehrlich, ich drück rüber zur Seite. Er täuscht auch erst an, dass er hier da hinschmeißt und dann schmeißt er doch woanders hin. Was soll der Scheiß, lieber Torwart? Geh doch hin, Mann. Lauf, Parker. Kann nicht wahr sein, ey. Kann nicht wahr sein. Der Scheiß. Ja, komm, lauf. Und wie der Torwart einfach alles hält, weil die Bälle auch die meiste Zeit einfach nur zentriert aufs Tor fliegen. Und da können wir leider nur ein 1:1 hinkriegen. Damit, mit dieser Scheißleistung, wird es wieder nicht reichen und wir werden auf keinen Fall an Bayern rankommen. Er wird jetzt wieder Dortmund an uns rankommen. Glaub ich nämlich wieder. So, mal gucken, hat Dortmund schon gespielt? Nein, außer uns hat natürlich wieder keiner gespielt, deswegen lass ich mal gerade weiter simulieren. Und natürlich hat Dortmund und Bayern gewonnen. Nur wir konnten es nicht hinkriegen und haben gegen Nürnberg, was irgendwo im, keine Ahnung, Niemandsland der Tabelle ist wahrscheinlich. Nürnberg. Hannover, Hertha, Stuttgart, Gladbach, Freiburg, Hoffenheim, die auf dem kurz vorm Abstiegsplatz sind oder auf dem Abstiegsplatz gewesen wären ohne den, nee. Okay, trotzdem, die fast auf dem Abstiegsplatz sind, gegen die haben wir nur unentschieden hingekriegt. Das kann nicht wahr sein. Egal, als nächstes spielen wir gegen Gladbach. Gladbach ist auch ganz schön scheiße, sehe ich, oder? Ja, auf Platz 11, also im Niemandsland. Für Gladbach geht es eigentlich um gar nichts mehr. Naja, gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.